Ja, von 3 Punkten erhoffe ich mir nicht viel. Ich will eigentlich noch einen 4. Punkt für entweder für den Schreckensfürsten, was wahrscheinlich besser ist, oder fürs Arcanium. Ich glaube fast fürs Arcanium. Vielleicht, wenn ich den ersten Helden zum Extrahieren bekomme. Hier laufen hauptsächlich Kobolde und Schrecken und Rachegeister. Oh, und ein Skelett läuft ja auch Patrouille. Naja, ich breche hier oben durch. Die Truppen hier sind eigentlich der reinste Witz. Da kann ich gleich durchbrechen, sobald meine Truppen wieder da sind. Sehr schön. Trupp 1. Trupp 2. Baal. Schreckensfürst. So. Ah, ich weiß, was ich machen könnte. Ich könnte Materialien umwandeln und mir eine zweite Vorratskammer bauen, weil gleich kommen 50 Materialien an oder 100 sogar, die ich dann in andere Gebäude, wie zum Beispiel die Werkstatt, stecken kann. Ja, eine Werkstatt hier oben. Und dann kann ich das Arcanium da daneben dran pappen. Wenn irgendwann mal jemand die restlichen 50 Säcke holt. So. Habe ich schon eine kostenlose Einheit gekriegt? Jo, habe ich. Was habe ich denn gekriegt? 2 sogar schon. Sehr gut. Skelette abwurzeln. Zwei kostenlose Einheiten habe ich schon gekriegt. Das heißt, 3 Stück fehlen noch. Okay. Oh. Tötet den Kobold in eurem Nacken. Das klang gerade irgendwie komisch. Also bei ein bisschen gebrutzelt wurde. So, hier kann ich mich leider nicht durchgraben zum Abkürzen. Ey, wo wollt ihr alle hin? Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden im Dungeon. Baal, kümmere dich mal drum. Da muss ich wohl leider die beiden Jungs beide für eine Weile abziehen hier. Damit die helfen, die Helden in den Extraktor reinzustopfen. Das sind 3 Helden für den Extraktor. So, Baal. Meine beiden Squads. Die Kobolde da eliminieren. So, ich habe genug Materialien. Ich könnte ein paar Fallen aufstellen, sobald die Schmiede besetzt ist. So. Stelle ich mal hier 2 Fallen auf. Ach, am besten dahinter noch eine. Und noch eine. So. Habe ich schon mal verschiedene Fallen aufgestellt. Und mal gucken, was wir hier drin haben. Ah, ein Albino-Rattenmensch. Ein weißer Rattenunke auf Doom. Der ständig daneben haut. Das ist schon mal sehr gut. Jo. Sitzen wir mal. Und wir haben 4 Punkte. Hey, Hallöchen. Das ging aber schnell.
So, jetzt kann ich das Arcanum bauen. Dafür fehlen mir nur 15 Materialien. Das trifft sich gut. Jetzt habe ich die 15 Materialien. Machen wir etwas Platz dazwischen. Dann kann ich nämlich hier einen Durchgang diesmal setzen. So, genau. Perfekt. Und was war da drin? Kein Gold. Das heißt, für den nächsten Trupp muss ich meine beiden Truppen Gold besorgen schicken. Aber wir können auch mal schon hier den Durchbruch machen. Wie sehen meine beiden Trupps aus? Die sehen so aus, als ob wir sie was essen könnten. So. Futtert mal was. So, Squad 1 sieht voll aus. Deswegen schicken wir die Jungs schon mal hier hin. Squad 2 schicken wir dahin. Und dann schalten wir schon mal die einfache Rüstung frei. Auf Stufe 6 kriege ich 2 neue Arbeiter. Gut, das heißt, ich muss gucken, dass ich Stufe 6 erreiche. Ich kann schon mal hier einen Priester für den dritten Squad ausbilden. So. Jetzt habe ich das Arcanum. Baal müsste eigentlich mit 2 so Zwergen klarkommen. So, wie viele Helden habe ich bis jetzt extrahiert eigentlich? 3. Okay, es fehlen also noch 7. Ich habe 2 Punkte. Einen stecke ich mal in die Waffen rein und jetzt spare ich 4 auf den Minotaurus. So. Jetzt gehen wir mal kurz rüber in den Dungeon. Okay, hier sind auf jeden Fall Untote. Gut. Wenn ich die Schätze zusammen habe, mir fehlt noch eine Einheit. Ah, ich weiß schon welche. Ein Schreckensfürst, bitte. Den habe ich nämlich noch nicht ausgebildet. Jo, dann fehlt nur der Taurus. Gut. Trupp freischalten. Und auch gleich mal besetzen. Und zum Trainieren porten. So. Dann porten wir mal schon mal Trupp 1, 2 und Baal hier drüben hin. I feel the need. Und gucken mal, was uns hier schon so mal erwartet. Hey, our minions whisper about a cave close by. It's swarming with some kind of bat-like creatures that we might be able to make use of. Mache die Magieschmiede ausfindig und dann überfall eine Höhle. Hm. Welche Höhle denn? Ach, Überfall. Ah. Okay. Überfälle finde ich immer gut. Ich brauche eh jetzt Materialien für... Oh. Ich brauche erstmal einen neuen Speer. Denn mein Speer in Trupp 1 hat sich verabschiedet, sehe ich gerade. Währenddessen... Grade ich schon mal den Trupp ab. Trupp 2, dafür habe ich jetzt nicht genug Materialien, Mist. Aber ich kann Trupp 2 auf eine Materialmission schicken. Ne, Trupp 2 schicke ich hier hin und Trupp 3 schicke ich auf eine Materialmission. Oh, Bogenschützen und Zauberer.
Maskottchenhöhle. Hm. 3 Punkte, fehlt noch 1. So, helfen wir mal hier ein bisschen mit. So. Sehr gut. Jetzt können wir den Minotaurus freischalten. Und könnten theoretisch in der Spelunke auch gleich mal einen ausbilden. Der kostet Materialien. Okay. Ist halb so wild. Life. What's the point? So, Trupp 1 und Trupp 3 schicken wir zum Essen. Und mit den Materialien, die wir jetzt bekommen haben, genau, kriegen alle unsere Leute erstmal bessere Rüstungen, dass sie mehr aushalten. Oh, und ich habe dadurch jetzt die Maskottchen freigeschalten. Einfach so. Einfach mal so freigeschalten. Das finde ich nett. Gleich mal 3 DC Points einfach so geschenkt gekriegt. So. Porten wir unsere Jungs mal rein. Und da müssen wir wohl irgendwie hier durchkommen. Okay, ich traue dem Flussboden da nicht. Das sieht mir nach einer Falle aus. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Was kommen da? Stufe 2 Mechaniker. Hm. Das heißt, ich hol mal Baal hierher. Werde ich mit dem restlichen Trupp mal kurz in den Raum reinspicke. Out of the pit into a hell. Okay. Kriegen hier alle alles hin? Ja, das sieht okay aus. Die Hexenmeisterin sieht etwas bedroht aus, beziehungsweise der ganze zweite Trupp. Aber davon lassen wir uns ja nicht so sehr beeindrucken. So, ich grade jetzt mal Waffen ein bisschen ab. Und wandle Materialien, Pilze um. Und schickt Baal hier rüber. Okay. Jetzt habe ich ja den da. Den schicke ich schon mal zum Trainieren. Und mir fehlt immer noch. Jo, die Materialien. Materialien, die C-Points. Na, whatever. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich gerade sagen wollte. Monsterbau. Mehr Waffen. Für den Trupp hier. Out of the pit into a hellhole. Ja, ich weiß ja einigermaßen, wo die Schmiede sein soll. Aber ich gucke mich trotzdem erstmal ein bisschen um. Nach Sackgassen und so weiter. Nicht so wie, dass nicht sowas wie der einen Folge passiert. Also ja, die Lagerräume habe ich. Jetzt brauche ich. Ich brauche noch 4 Punkte hierfür. Jetzt 8 Punkte hierfür. Und 3 hierfür macht 11. Kriege ich die zusammen? 2 hier. 2 hier macht 4. Mit den 2 macht 6. Hier noch 3 macht 9. Und hier noch 2 macht 11. Genau, jawohl. Und ja, genau, was ich sagen wollte. Ich brauche endlich den nächsten Dungeon Level für... Für mehr Arbeiter. Dass ich wieder Arbeiter für kostenlose Einheiten losschicken kann.
Sehen meine Squads noch einigermaßen okay aus? Ja, dann erforschen wir hier noch ein Stück weiter. Wobei das so aussieht, als ob ich hier im Kreis laufe ein bisschen. So, hauen wir uns einfach mal hier durch und hauen die Kobolde platt. Und ich laufe hier nicht im Kreis. Jedenfalls nicht größtenteils. So, die da noch weg. Ein paar Skelette. Ja. Hier gibt es noch einen Gang. Langsam ist das doch ein bisschen verwinkelt, hä? Hier gibt es auch noch Wege weiter. Ich glaube, ich schicke jetzt erst einmal meine Jungs zu Überfällen los, dass sie mir die Materialien besorgen, die ich für den Monsterbau brauche. Soweit wir die hier uns um die hier noch gekümmert haben. Da wäre die Schmiede. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns noch in der oberen Ecke hier um. Also geht die Schmiede ein Stück weit. So. Erstmal muss ich die Materialien für die Schatzkammer und den Monsterbau zusammenkriegen. Den da kann ich übrigens jetzt upgraden. Da geht es auch in die Schmiede und da sind die restlichen oberen Räume. Hey, hier sind, das hier sieht aus wie eine Art Taverne für die Seelenlosen. So, noch mehr Untote. Dann haben wir wenigstens das, den oberen Bereich abgedeckt. Hier unten gibt es ja noch mehr Bereiche scheinbar. Ah, aber hier ist eine Truhe. Da ist eine Truhe.